So, herzlich willkommen zum 64. Let's Play von. Nino Koni, Fluch der Weißen Königin. Ja, wir sind wieder startklar, alle sind aufgeladen und es kann Jetzt geht's losgehen. zur Kulifin. Ja. Königin Lakitizia. Und da fehlt noch eins. Das irgendwie erinnert mich doch an. Oh nein! The Caulifla Die too? Kulifin auch? Königin Lakitizia. Auch was mit saurem Milch. Ja. Ah, natürlich gibt's Du hast es. sie vorher beklaut. Ja, wir müssen leider euch beklauen, eure Wahrheit. Almujete. Einen herzhaften Kuchen hast du geklaut. Naja, das war Na, da knapp. war das von König Tom besser. Ja. Die Klaue. Der Kuchen, naja. Auf jeden Fall hat die auch noch eine zweite Form. Aber ich glaube, der zweite Panzer nicht. Boah. Boah, zwei Blitz hintereinander. Habe ich das richtig gesehen? Ja. In der ersten Form sind die immer regelrecht ruhig. Aber dann, wenn sie ihre zweite Form annehmen. Ja. Uh-oh. Und zack, zack, zack. Haben wir ja bei der kranken Kralle von König Tom gesehen. Ja. So, jetzt. Boah. Wir können es ja nochmal testen. Aber sehr unwahrscheinlich, aber. Ja. Das haben wir ja bei König Tom auch gemerkt. Ja. Verdammt, sieht ganz so aus, als hätte sie vor, dich zu rammen. Pass bloß auf, Olli. Die ist echt ein dicker Brocken. Wenn die noch mehr wiegen würde, dann kämen sie vielleicht gar nicht mehr hoch. Ah ja. Los, Mann, versuch sie mit einem Zauber zu beschweren. Verlassen meinst du damit? Ah, es bringt nichts. Also können wir die zweiten Ich krieg die Formen gleich mal das auch. Ballast. Ja. Da ist Ballast. Ja, du bist uns zu leicht. Boah, 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 boah. Boah, das hat die Sessel. Ein Glück. Fliegende Kuh. Hey, hoch geht's hier. Aua. Gleich noch ein Okay. Ballast. Kriegst mal einen Morgenstern. Hier wollen wir nicht so viel sein. Oh, tschüss. 463 hat der Morgenstern gekostet. Ja. Gezogen, meine ich. Better luck. Better luck next time. Also, mehr Ja. Glück das nächste Mal. Ja. Schnurri hat ein Level für den Panzer, genau richtig. Fast alle bis auf Blecho und über Enike Ja. haben ein Level gekriegt. Da ist die Wenn man die Kacke. Menschen jetzt Bis außen auf vor. Magieverteidigung ist alles gestiegen. Hier ist Bei diesmal auch Severo ist alles. alles gestiegen um 1. Bei Gunther, der Fast hat. alles auf 2. Und der Angriff ist sogar auf 3. Alles Rocco, auf alles 2. auf um 2. Mausel, Fast alles auf 2, außer Angriff, Genauigkeit und Genauigkeit Init. und den Flinkheit 3. Lafour, Fast alles auf alles bis 2 auf bis auf Angriff um Angriff. 2. Steini, Boah. 4 Death und 5 Death und 4 Boah, magische der muss Angriff. natürlich wieder übertreiben. Steini? Ja. Vor allem mit der Death. Ja. Schnell hier, mach den Kristall kaputt. Ja. Ja, mach das schon. Läuterung. So, weg ist der Kristall. Und die Kulifin. Kolifin ist auch wieder sie selbst. Und jetzt passt doch die Krone wieder. Ja, vorhin hat sie ja nicht mehr gepasst. Da hing sie ja nur noch auf einem Horn. Ja. Meine Güte, wir fühlen uns alle, seien wir aus einem sehr langen Traum erwacht. Oder vielleicht aus einem ganz kurzen, wie wir verwirren. Ein Traum von einer schrecklichen Rinderbestie. Wir sind nicht amüsiert. Aber du bist doch eine Muku. Oh, welch bezauberndes kleines Ding du doch bist. Woher kommst du? Königin Lakitizia, seid ihr verletzt?
Oh, du meine Güte, du meine Güte! Diese ebenmäßige Antlitz, diese funkelnden Augen. Der große Weise aus Schweinfurt, wie er lebt und lebt. Junger Mann, euer Porträt wird euch nicht gerecht. Ihr seid eine Offenbarung, eine Vision. Oh ja, sie hatten ein Bild von ihm, nicht? Irgendwie peinlich. Majestät, ich hoffe, ihr seid unverletzt. Uns geht es hervorragend. Vielen Dank, Abula. Du solltest dir viel mehr Sorgen um den Zustand unserer geliebten Stadt machen. Spute dich, bring uns Neuigkeiten von unserem Volk. Sofort! Ja, Eure Majestät, euer Wunsch ist mir Befehl. Wir sollten zurück auf den eisernen Drachen, Oliver. So, Al-Kuwait ist auch frei. Jetzt bleibt nur noch ein Königreich zu retten. Was? Aber ich bin mir immer noch ganz platt wegen Pias Magie. Sie ist ja ein richtiges kleines Kraftpaket, was Magie angeht. Echt? Ja, ihre Magie lässt sich nur als wunderbar beschreiben. Der Zauber Läuterung. Er fehlt dem magischen Begleiter. Oh, was ist mit der Blume? Wir haben doch geschafft, dass wir noch eine Blume finden, wenn wir diese Kristalle zerstören, oder? Ich enttäusche euch nur ungern, aber ich habe mich kurz umgesehen, während ihr mit Kämpfen beschäftigt wart. Und ich konnte nichts finden, Mann. Da war eine Blume. Seht sie? Sie ist hier. Wo zum Kuckuck hast du die denn her? Meint ihr, dass vielleicht nur Pia sie finden kann? Die hat die ganze Zeit schon in der Hand, die haben keiner merkst, ja. Ja. Vor allem nicht der große Großfürst der Elf, Hafen, wie er sich immer nennt. Ja. Das würde Sinn ergeben. Sie scheinen irgendwas mit ihrer Vergangenheit zu tun zu haben. Ich frag mich, ob diese hier uns ein bisschen mehr über sie erzählen wird. Kann schon sein. Das macht mich ein bisschen nervös, was wir vielleicht herausfinden werden. Sag mal, Pia, könntest du sie uns zeigen? Klar, kann ich. Ja. Und die nächste Erinnerung von früher. Von Pia. Wo sie schon jugendlich ist. Ja, und da ist der Vogel. Da sieht man, wer sie wirklich ist. Ja. Was hat der Rat zu tun? Und das ist der Berater, der Vogel. He said the kingdom was in a parlous state. He spoke of people too poor to buy bread and of the starving dying in the streets. Und man merkt auch schon langsam, dass sie die weiße Königin ist an der Stimme. Just who is telling the truth? Und da ist der Vogel noch ohne Monokel. Ohne das, wie man bei der weißen Königin sieht. Das ist der Rat, die später Stäbe haben. The queen persists in her wish to involve herself in the affairs of state. Weil die Augen sind schon verdächtig. Should this continue, she may realize that it is we who now rule the kingdom and alert the populace. Ja, klar. Surely it would do little harm to allow her to sit on the council, provided that we keep the more sensitive matters from Her Majesty's hearing. No, that's the yes, and ensure that she is made publicly responsible for all of the council's decisions. Ha! A most splendid idea. We shall keep our kingdom while she takes all the blame. Verdächtig, verdächtig. Ja, aber später ist sie trotzdem wieder oben. Höheren Position von denen. Ja. Father, I know you will be proud of me. Today, the council gave me their approval. I am to be involved in the affairs of state. Now I can work for the best interests of my subjects. I have taken a long, hard look at myself. And I have decided to put my subjects first and do all I can to rid the world of war and famine. Das ist bis jetzt noch gut. I have learned of the existence of an ancient spell with the power to end all suffering. I shall do you proud. I vow that I will master that spell and save my subjects and kingdom from despair. Soon, Father. Soon I shall bring the light of hope into the lives of my people.
fragte bloß, welcher Zauber, welchen Zauber sie meint. Hä? War das Pia? Die war doch erwachsen, Junge. Dann war das nicht sie? Komm schon, sieh sie dir an. Wenn sie so alt ist wie das Mädchen, das wir eben gesehen haben, wird sie genauso aussehen. Glaubt ihr, wir haben eben ein Ereignis aus Pias Zukunft gesehen? Wenn das der Fall wäre, würde ihr Königreich noch irgendwo existieren. Ich frage mich, wo es sein könnte. Da dachten wir, wir würden endlich die Wahrheit über Pias Identität erfahren. Ach, der Ganze scheint nur noch rätselhafter zu werden. Tja, eins weiß ich mit Sicherheit. Dieser Rat der 12 ist mir nicht geheuer. Denen traue ich nicht über den Weg. Die führen bestimmt nichts Gutes im Schilde. Ja, arme Pia. Also hier rumzustehen und groß zu schwatzen, bringt uns gar nichts. Da draußen gibt es wahrscheinlich noch mehr Blumen. Gehen wir los und finden sie. Du hast recht, Pia. Du sagst uns Bescheid, wenn du wieder eine Blume findest, oder? Ja, ich finde noch eine für euch. Dann müssen wir zum letzten der drei Königreiche. Die Schlacht ist noch nicht gewonnen. Die Blume der Zuversicht. Ja, dann wird erstmal nach Schwanzfort teleportiert. Und nee, ich würde sagen, wir beenden das hier auf dem eisernen Drachen. Wer macht da zwar schon hin, aber natürlich geht's noch nicht rein. Schwanzfort. Man kommt ja mal davor rein. Vor dem Eingang hört man ja immer. Ich mache ja noch ein bisschen Dings hoch. Mindestens auf. Mal gucken, wie hoch er jetzt. Ach, das ist ja den. Aber erstmal müssen wir ihn wieder reinholen. Ja. Kassin. Ja, ein bisschen hau ich den noch hoch hier. Wir können auch so machen, dass wir im nächsten Let's Play erstmal das Geld ausgeben in der Spielhalle. Dann kriegen wir wenigstens noch ein paar Waffen. Und können uns vorbereiten. Gute Frage. Das überlege ich mir noch. Ja. Ja, dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video dann erstmal war. Und wir sehen uns dann später wieder. Entweder hier drinnen oder in der Spielhalle. Genau. In der Spielhalle wollen wir uns nämlich noch gute Waffen holen, um uns für den Panzer vorzubereiten. Und natürlich für das, für das Turnier aber in der Stätte der Prüfung oder wie das hier hieß. Ja. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator.